Fresse gibt. Aber ich... Nein, Aaron, bitte! Nein, du darfst es nicht verfehlen! Zweimal hintereinander. Oh Gott. Ja, doch, ich hab's sie geschafft. Jawohl. Oh, okay, Wasser. Wasserjuwel erhalten. Hätte ich es eigentlich besser? Oh, nein, nicht wirklich. Wow, okay. Das war... gut. Also... der Kampf war nicht leicht. Also ich muss sagen, Kampf war fordernd. Auf jeden Fall. Aber für das, dass ich eigentlich die Höhle nur durchgerannt bin, war er schaffbar. Wenn ich mir den Windmagier davor angeschaut habe, der wäre ohne Training absolut nicht machbar gewesen. So, wo geht's lang? Hier geht's lang. Okay. Aber trotzdem werde ich nach der Folge ein bisschen offscreen trainieren, weil... das sonst einfach... die Bosse sind echt schwer. Die Bosse sind wirklich schwer. Hier gestaltet. Da ist noch ein Geist. Ich habe einen Geist übersehen. Halt, den hole ich mir zuerst. Wahnsinn, wie viele Geister es hier gibt. Das ist... zack. 36 heile ich jetzt schon. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Wasser. Habe ich wieder irgendwas Neues? Exit-Heilung. Eismesser, Eiswand, empty. Schauen wir hier entlang. Escape, Eismesser. Heilung 2. Und hier noch nichts. Okay. Nein. Noch nichts Neues bekommen. Schade. Ja, alle mit Wasserzauber. Beschiss. So. Die Musik ist unheimlich. So, mein Fräulein. Pauline. Was sagst du da? Durchbrachst du die Schranke? Was? Ach, durchbrachst. Durchbrachst du die Schranke und holtest das Wasserjuwel zurück? Du bist kein gewöhnlicher Magier. Ich denke, das Juwel ist bei dir sicherer aufgehoben. Ich habe das Wasserjuwel über Generationen gehütet in der Hoffnung, es eines Tages einem großen Magier zu übergeben. Ich hoffe, du bist so einer. Nimm es nun und schaff mir diesen Pirat aus den Augen. Jo, hey, Junge. Oh Gott, die Stimme. Ha! Das ist also das Wasserjuwel, wie? Ich wette, das würde eine hübsche Sümmchen einbringen. Ich denke, ein Pirat würde was darum geben, aber die Zauberin würde mich verfluchen. Naja, es wäre ein Riesenspaß, die Zauberin zu verkohlen. Hm, vielleicht sollte ich es einfach tun, nur um zu sehen, wie sie sich aufregt. Hm, die Stimme ist so anstrengend. Oh... ich weiß gerade nicht, was ich hier machen muss. Hm, ich schaue jetzt aufs Piratenschiff. Ja... ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich lege mich mal ganz kurz hin. Weiterspielen, genau. Sagst du mir was Neues? Meine Hochachtung, leider. Entschuldige vielmals. Der See ist ruhig, dank deiner Kraft. Wenn du den Captain suchst, der steckt wahrscheinlich mit dieser Zauberhexe zusammen. Wenn du ihn siehst, sag ihm, wir wollen Segel setzen. Also wieder zurück. Ewiges Hin und Her. Aaron! Aaron! Oh Gott.
Ganz kurz, ich sehe gerade, mir hat sich ein ICQ-Fenster aufgepoppt. So, jetzt. Escape. Okay. So, Captain, hallo. Hier, komm. Red mit mir. Ja, das kennen wir schon. Muss ich mit dir reden? Du sagst auch nichts Neues? Ja, ist gut. Komm ich da... Ach, oh. Ah, ah. Ein Geist, ein Geist. 33, ey. Ich level nur noch so. Aha, ich bin wieder zurück. Ich sehe, du hast dir das Wasserjuwel geholt. Die Wahrheit ist, dieser Stein ist nicht das, was er scheint. In ihn eingeschlossen liegt die Kraft des Eternalbuchs. Das heißt, wenn du seiner nicht würdig bist, werden unermessliche Kräfte freigesetzt. Doch wenn du deine Kraft richtig einsetzt, kannst du darüber triumphieren. Es liegt nun an dir, Meister Aaron. Seit du den Kristall an dich nahmst, warst du der Auserwählte, der Geister. Ich hätte jemanden so jung wie dir ein solches Los nie gewünscht. Nun kannst du von Steinkreisen in die... Kannst du vom Steinkreis in die Stadt zurückkehren. Sei vorsichtig auf dem Weg. Ja, mach mal doch, oder? Zurückkehren. Und... Wo bin ich hier? Wo bin ich? Was? Hallo? Ich dachte, ich kann vom Steinkreis aus zurück. Ach so, das ist nicht der Steinkreis. Mal schauen. Bunt. Das müsste der Steinkreis sein. Ja. Ha. Es geht doch. Dann gucken wir. Was schauen wir denn jetzt an? Wir schauen mal kurz zur Magierin hier. Denn langsam neigt sich unsere Zeit auch schon wieder dem Ende zu. Sagst du was Neues? Kennst du deine eigene Macht, Meister Aaron? Ein gewöhnlicher Magier kann so viele Zauberkräfte nicht in sich vereinen, außer er wird von den Geistern geliebt. Ja. Ich bin der Auserwählte. Yay. Mich lieben sogar Geister. Hallo? Geh auf. Geh's nicht auf. Ach so, die ist ja woanders. Ja. Ganz kurz runterschauen. La 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 la. Hi. Wie soll ich auf deinem Gang beschützen? Doch ist deine Suche so schwierig, dass unsere schwachen Kräfte allein kaum ausreichen werden. Na super. Man kann ja auch mir sagen, wo es jetzt weitergeht. Ja. Ich weiß es nämlich nicht. Wo könnte es denn jetzt entlang gehen? Ich habe jetzt schon drei von den... Es braucht, fehlt, glaube ich, nur noch Feuer, oder? Ich habe jetzt schon den Weltapfel, der steht für die Erde. Ich habe das Windjuwel, natürlich Wind. Und das Wasserjuwel, Wasser. Das war die Höhle. Schauen wir mal, Karte. Wo müsste ich hin? Na, Moon war ich, Lara Pool, blaue Grotte, genau. Blablabla. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Toll. Kann ich hier irgendwas machen? Aquamarin. Hört sich cool an. Kann ich hier mit dem Brunnen eigentlich irgendwas machen?
Nein, kann ich nicht. Okay. Gut. Leute, ich würde sagen, wir hören für heute auf und machen dann das nächste Mal weiter. Hoffentlich finden wir dann den richtigen Weg. Okay, bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Holy Magic Century. Bis dann.